So, hallo und herzlich willkommen zu meinen allerersten Live-Reactions, diesmal zum Royal Rumble. Grüße an den Perkix, der das Ganze natürlich auch macht, checkt seine Live-Reactions aus. Ich habe mir gedacht, probieren wir das Ganze einfach mal aus und welcher Pay-Per-View würde sich da nicht besser eignen als der Royal Rumble. Und gerade sind wir im Fatal 4-Way Tag Team Match. Mal sehen, was dieses Match noch für uns bieten wird, denn es geht um Spots für das Royal Rumble Match später. Bam. Darf ich es gewinnen? Mal sehen, ob sich das bestätigt. Get it! Nee, doch nicht. 3D einfach mal so. Was war das denn? Warum? Hä, Moment. Was war da jetzt mit Connor? Warum hat der nicht eingegriffen? Der stand genau daneben. Da irgendwie. Fuck up. Patriot Lock. Ach, jetzt gewinnen Mark Henry und Jack Swagger. Dort Connor, wo wir euer Ernst sein. Ein richtiger Fuck up. Alles durcheinander. Mark Henry und Swagger gewinnen. Hätte ich nicht gedacht. Das, am Ende, das war richtig abgefuckt. Keiner wusste, wer legal ist. Naja. Oh, wer kommt denn da rein? Wehe, das ist Styles. Wehe, das ist Styles. Aber es ist bestimmt bloß Vince McMahon. Ich dachte schon. Los geht's mit dem Royal Rumble. Ich bin gespannt. Was wird das erste Match? Last Man Standing Match. What? Direkt Suicide am Anfang. Und, oh. Und da geht's schon in den Bereich der Kommentatoren. Schmeiß doch Michael Cole um. So macht man das, ne? Michael Cole zählt. Schön ins Gesicht greifen. Und Foto machen, komm. Oh, 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 oh. Cannonball! Und die Barricade durchgebrochen. Das muss neuer OMG-Moment werden für 2K17. Oh, mit der gebrochenen Mitte. Immer Rinder in den Bäuchi, wa? Ah, was holt er sich da raus, ne? Oh, eine Wasserflasche. Erstmal das Breit. Oh. Und das ist der Stuhl weg. Ah, schön. Superkick. Party. Papa, Papa. Oh. Frankensteiner. Zack. Oh, Dirty Deeds. Okay. Okay. Mal sehen, wie lange der Ref zählt. Oh, noch ein Dirty Deeds. Einfach auf dem Stuhl drauf. Alter, was geht? Oh, oh. Elbow Drop. Geht tatsächlich durch. So lange zählt er. Aber Ambrose wird der Geschädigte sein, sage ich. Und zwar mit dem Fisherman Driver. Nee, der schlägt jetzt ein, siehste. Fisherman Driver. Franz Coltet! Boom! Der ist aber echt gut dabei, im letzten Moment aufzustehen. Das ist auch seine kleine Kunst an sich, ne? Oh! Oh, das wird doch eine Bruchlandung. Moonsault! Alter! Alter! Und natürlich! Ich sage ja, die Tische müssen auch noch eine Rolle spielen. Aber ist das jetzt schon das Ende? Und wir sind bei 10. Mist! Aber super Match, tolle Spots. Nicht zu extrem. Für WWE halt. Aber tolle, unterhaltsame Spots. Ende war ganz nice. Und ich hab ja, wie gesagt, immer wieder gesagt, dass irgendwas mit den Tischen noch passieren muss. Hab's da wirklich in dem Moment total vergessen, wegen sehr schlauer Kameraführung, was nicht alles. Schade, ich hätte mir sie von Owens gewünscht. Vielleicht bekommt er irgendwie eine neue Fehde inszeniert im Rumble-Match oder so. Ich bin gespannt und ich warte mal auf das nächste Match. Oder, oh. Ready, gut. Hey, we want Francesca. Oh, Kollision. Im Hintergrund erfreut. Jetzt kommt das Bier. Oh, ich hab da richtig immer bang um den Big E, dass er da gut davon kommt nach der Landung, weil du weißt ja natürlich nie so genau, wie du am Ende landest. So, jetzt komm, Tag Team Finisher. Immer noch nicht, schade. Ob wir das denn jetzt hier? Alles klar, perfekt. Perfekt, Tag jetzt von Big E und Kofi. Big E jetzt der legale Mann im Ring. Der Superkick spielt keine Rolle. Der geht wahrscheinlich durch oder was macht Big E? Lenkt ihn ab? Ich weiß es nicht. Perfekt abgefangen. Catch, Big Ending. Und das ist das Ende. Richtig nice. Das Finish. Wir sind bei 2 und das war's. Nice. Nice. So fängt das nice mit Blind Tags. Catch-Style. Schönes Tag Team Match. Endphase hat mir sehr gut gefallen. Mit Francesca am Anfang. War super. Freue mich. Und Julia hat gewonnen. Die Crowd ist zufrieden. Perfekt. Warum kommen die Champions denn mittlerweile alle als erstes raus? Ist das irgendwie eine neue Policy, die ich nicht mitbekommen habe? Oh, neues Gear.
Kopfrechnung klappt bei mir sogar noch ein bisschen. Schlitterbahn! Oh, fuck. Schade. Richtig beschissener Botch. Wäre das Ding durchgegangen, das wäre so schön gewesen. Drin sei. Oh, naja, haben sie schon ausgeführt. Und solider Assault und das ist Ende. Das ist Ende, 100 Pro. Wir haben neuen US-Champ. Und 1, 2, 3. Kalisto, neuer US-Champ. Weiß nicht, irgendwie hat mich das nicht hier abgeholt. War also Standard von den beiden, ne? Und die kleinen. Vielleicht, wie gesagt, das liegt bei mir für Beto und Rio. Der hat seit der WXW-Geschichte ein bisschen verkackt bei mir. Vielleicht turnt Becky ja auch zu Charlottes Vater, also Ric Flair. Du bist jetzt mein Papa. Was hab ich dir gesagt? Sie läuft ja immer ziemlich komisch. Das Glitzern ist nicht das unattraktivste, was es gibt. Okay, Freunde, Dieven-Match ist angesagt. Ich freue mich drauf. Hoffe auf den Sieg von Becky, schätze aber, dass Charlotte gewinnt. Bin gespannt. Oh! Er ist der Player, ey, ne? Moment of the night. Ja, das einmal kommt. Was macht sie denn da? Perfekt geworfen. Och nö, das ist ein Ende jetzt. Ich seh, komm. Och nö. Komm. Genau, poke to the eye. Och nö, das ist doch scheiße. Spear. Wartet jetzt, oder was? Alter. Komm, Kickout, Kickout, Kickout. Das ist doch behindert, come on. Aber Charlie gewinnt, wie gesagt, aber trotzdem. Ric Flair, Highlight of the night bisher. Küsst Becky Lynch und picture perfectly wirft er seine Jacke auf das Gesicht. Match an sich ganz okay. Ric Flair war eher das Highlight, schade. Hätte mir ein bisschen mehr erwartet, hat mich nicht wirklich gecatcht, das Match. Irgendwann muss noch kommen. Da! Tatsache, irgendwas kommt. Sasha Banks! The Boss! Haus um! Haus um! Was hab ich dir gesagt? Mit der Rücke, bam! BFFs? Nein! Bam! Backstatement! Called it! Los geht's mit dem Royal Rumble Match. Ich freue mich drauf. Was für Debüts werden wir sehen? Was für Rückkehrer? Wer wird gewinnen? Wird es wirklich Roman Reigns vs. Triple H oder etwas oder jemand komplett anderes? Brock Lesnar vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Und ihr seid mit am Start. Das wird super. Wer wird Nummer 2 sein? Jericho? Irgendeine Überraschung? Was meint ihr? Drew McIntyre. Oh, hör auf. Hör auf. Das kann ich ja nicht glauben. Und da ist er raus. Ich glaube es nicht. Okay, wer wird Nummer 3? Guck mir hier in den Chat. Wer wird sein? Nein. Die Musik? Nein! Yes! Styles! Ist bei der WWE angekommen. Als ich die Musik gehört habe, das hat sich direkt wie eine AJ Styles Theme angehört. AJ Styles bei der WWE. Darf er überhaupt den Styles Clash zeigen? So, komm, Styles Clash! Styles Clash! Komm, komm, komm! Okay. Billy Kick! Tyler Breeze! Alter! Oh, der räumt erstmal ab hier eine Runde. Oh, da ist er. Schade. Ein Jahr im Rumble und da ist er. Mein Pick für den Sieg. Ich hab's in Martins Pre-Show gesagt. Für Selling! Habt ihr das gesehen? Ah, da ist er raus. Mein Pick für den Rumble. Schade. Schade, haben den Joke leider nicht weitergezogen vom letzten Jahr. Und da kommt auch schon der nächste. Jericho! Und da kommt auch schon der nächste. Ich bin gespannt. Freunde, seid ihr ready?
Wer wird der Nächste sein? Komm, Modellis! Gotas. The big guy is coming to the room! Was holt er sich denn da? Eine Leiter? Hat er wahrscheinlich wieder ein falsches Match im Kopf, ne? Das war wieder der Joke. It's money in the bank. Oh, da fehlt der Koffer. So gut, ne? Und da ist er raus. Schade, schade. Aber hat sich gelohnt. Comedy Entry Spot. Die müssen halt sein, ne? Och nö, der kommt später hinzu und gewinnt die Kacke. Och Mann, da können sich ganz einfach Styles eliminieren und er merkt das keiner. Och, das ist doch scheiße. 450! Splash! Und dann geht der Tisch kaputt. Der Gesicht von Rusev. Ey, wird jetzt aus der Arena gebracht und kommt denn wieder. Das ist so vorhersehbar. Wie scheiße ist denn das bitte? Mann, WWE. Alle in der Crowd wissen, was passiert. Ja, der Vollidiot kann sich da zusammenreihen. Das ist doch scheiße. It's Kevin fucking Owens! Da ist er schon verletzt. Ja, ah, ist egal. Nice! Perfekt! Sunset. Oh, 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 oh! Superkick! Zack, oh, Owens, zieh doch keinen Heat bei sowas. Nein, Owens. Nein! Und nicht Owens! Och nein! Och Mann! Ich verstehe schon, warum die WWE das gemacht hat, aber... Och nö! Was soll denn das? Der Chat hat die gleiche Reaktion wie ich. Owens vs. Styles könnte das bedeuten. Das ist richtig, als Fehde irgendwie, aber trotzdem. Och Mann, Styles. Der konnte nicht wirklich viel zeigen, leider. Schade, schade. Eine Menge Potenzial. Verloren gegangen oder nicht ausgeschöpft. Was man mit ihm hätte alles machen können. Der hatte gar keine Spots. Ja komm, überrasch mich. Sami Zayn! Oder vielleicht eine Owens-Sami Zayn-Fehde. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, da kommt er. Ich bin gespannt. Owens Zane im Main Roster. So habe ich mir das vorgestellt. Endlich wieder was Tolles. Nice. Indies NXT Main Roster. Die beiden können immer gegeneinander. Nein, okay. Nein, 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 nein. Einfach so. Eliminiert Owens. Weißt du, wie ich das finden soll? Noch eine Fehde. Also okay, vielleicht überinterpretieren wir das Ganze auch alles, ne? Mit den Fehden. Neville? Ist raus! Keine krassen Spots von ihm. Ist das euer fucking Ernst? Brock Lesnar! So, der räumt erstmal eine Runde auf, würde ich sagen. Mit der Nummer 23. Der eliminiert jetzt die ganze Family, pass auf. Und ich würde mal sagen, tschüss Swagger, wa? Hat sich das für eine 4-Way Tag Team Match diese wirklich gelohnt? So, Strowman raus. The Miz. Okay, war wohl nix. Da guckt ihr doch mal The Battle, wa? Nein, komm. Die hauen ihn einfach raus. Der Tipp von Perky und Martin ist raus. Oder weg. Unglaublich. Unglaublich, kein Lesnar als World Champ. Skycrushing Finale? Tatsächlich, geht durch, was geht denn ab? Da ist jemand im Hintergrund. Reigns! Natürlich ist er wieder da. Natürlich ist er wieder da. Eliminiert The Miz. Natürlich. League of Nations wird erstmal eliminiert. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Come on. Reigns, komm, hol ihn raus. Bring den raus. Ernsthaft.
Muss es wirklich Triple H sein? Muss es wirklich Triple H sein? Och, Mann, ey. Oh, fuck, ey. Oh, müssen die echt das Vorhersehensbar... Wie sie einen das immer wieder in den Rachen schieben. Triple H gegen Reigns. Entweder Reigns oder Triple H, es ist so offensichtlich, einer von den beiden wird gewinnen. Och, nö. Schade. Oh, so ein Motherfucker, ne? Ach nein. Warte mal. Oh. Jericho raus. So, also ich würde mal sagen, alle Hoffnungen sind jetzt auf Ambrose. Wir haben eine verfickte... Alter, das ist doch... Ambrose ist der einzige Hoffnungsträger im Match, der die Nummer 2 sein wird. Der als letztes eliminiert wird. Und kann doch nicht wahr sein, dass Reigns schon wieder Champion wird. Oder seine Titel behält. Das kann doch nicht wahr sein. Oder was? Beziehungsweise entweder so, oder Reigns fliegt als Vorletztes raus und dann heißt es Ambrose gegen Triple H. Das kann nicht sein. Als nächstes wird Sheamus rausfliegen. Kick ihn raus. Superman Punch natürlich. So, ich hab's gesagt. Und ich hab's euch gecallt. Und wir haben jetzt Ambrose gegen Triple H. Wir haben jetzt Ambrose gegen Triple H. Ich hab's euch gecallt. Verdammte Scheiße. Zum Glück ist Roman Reigns kein Champion mehr. Wenigstens irgendeine Änderung. Ambrose bleibt jetzt als Hoffnungsträger im Match. Aber am Ende wird leider Triple H gewinnen, weil die WWE so vorhersehbar ist. Nigel. Boom. Hey, wie geil wäre das? Ambrose als Champ. Irgendwas, Leute. Macht irgendwas mit Ambrose. Irgendwas. Ich wollte doch nicht Triple H. Ach oh, nein. Das gibt's ja wohl nicht. Oh. Ach scheiße, nein. Nicht rüberholen. Nein. Die bringen den echt. Die stopfen uns die Authority gegen Reigns Storyline immer weiter rein. Es kann auch nicht sein, dass wir wirklich im Main Event Triple H gegen Roman Reigns sehen. Was soll denn das? Ach man, Freunde. Zusammenfassung vom Raw Rumble Match. Der Anfang war super. Styles debütiert. Wir hatten kaum Surprise Entries. Ne? Wen hatten wir noch? Sami Zayn war noch dabei und in der Pay-Per-View ist auch schon vorbei. Nutzen keine Legenden. Keine weiteren NXT-Stars, kein Finn Balor, kein Johnny Morrison, Johnny Mundo. Und wirklich mit, also es gab nicht viele vorhersehbare Szenarien. Es gab das Roman Reigns Gewinn und es gab das Triple H Gewinn. So, das waren so mit die vorhersehbaren Enden. Und sie machen das wirklich. Seit wir im WrestleMania Main Event sehr wahrscheinlich wirklich Reigns gegen den Triple H sehen. Tut mir leid. Ich finde es echt schade, dass die ganzen super, deep, super Leute, die man ins Match gebracht hatte, die so die Smart Mark-Lieblinge sind, nicht wirklich scheinen lassen hat. Und dann am Ende, naja, wie ich es gecallt habe, von den zwei Möglichkeiten, die ich hatte, die ich gegeben hatte, Sheamus raus, dann überraschenderweise der Roman Reigns die Elimination, so das What the fuck Moment, und dann musste Hoffnungsträger da sein und dann der Letdown am Ende. Das ist unglaublich. Naja, ich weiß nicht ganz. So, Freunde, das war's auch schon mit den Live-Reactions. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ich sowas öfters machen soll. Die Leute im Livestream sind überwiegend der Meinung, dass der Pay-Per-View eine 2 oder 3 in der Schulnote verdient hat. Meiner Meinung nach hat der Pay-Per-View eine 2- circa verdient, oder ich würde dem Pay-Per-View eine 2- geben. Die Matches waren alle konstant gut, bis sehr gut. Das Last Man Standing Match hat mir gut gefallen. Das Royal Rumble Match wurde natürlich überschattet durch das AJ Styles Debüt. Aber ansonsten nichts Überragendes. Aber wie gesagt, das muss ja auch nicht unbedingt sein. 2- aus meiner Sicht. Schreibt eure Note in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Da muss cool und Edward aus. Euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.